Einsteigen bitte, heisst es am Donnerstag auf dem Gallusplatz St. Gallen. Es ist eine Zeitreise auf Karussell oder in Geisterbahnen, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Heute wird Nostalgiekilbe beim Klosterviertel aufgebaut. Und das bei strömendem Regen. Die Freude auf die kommenden Tage, trübt das Wetter aber gar nicht. Im Gegenteil, der David Lendi ist für uns heute schon auf die legendäre Geisterbahn, die fast 90 Jahre alt ist. Das Wetter passt perfekt zu der Geisterbahn, die hier auf dem Gallusplatz langsam Form annimmt. Das ist eine Attraktion der Nostalgiekilbe, die übermorgen St. Gallen startet. Die Geisterbahn ist fast 90 Jahre alt und funktioniert noch im gleichen Stil wie damals. Alles läuft mechanisch ab, Strom braucht es nur fürs Licht. Dementsprechend gross der Aufwand, bis die Geisterbahn komplett startet. Hilfsmittel haben wir eigentlich keine auf das Werkzeug. Wir haben keine Krane, weil es muss eins nach dem anderen aufgebaut werden. Der stolze Besitzer ist der Pascal Steiner, der schon als Kind durch die Geisterbahn gefahren ist. Jetzt freut er sich, dass er seine Retro-Geisterbahn an der Nostalgiekilbe präsentieren darf. Der letzte Besuch von dieser Bahn an der Olma St. Gallen liegt schon über 30 Jahre zurück. Die ist schon einzigartig, auch weil sie so alt ist. Und was besonderen ist an der, ist auch, dass sie so dunkel ist und viele Köfle hat und zweistöckig ist. Und also das Fahrgefühl ist einfach nicht das gleiche wie auf der neuen, finde ich. Mit dabei ist auch der Paul Leupi mit seiner Calypso-Bahn aus den 60er Jahren. Seit seinem 18. Geburtstag fährt er von Kilbi zu Kilbi. Man muss nicht meinen, dass die alten Anlagen nicht mehr beliebt sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind so in einer Art kleiner Retrowelle drin. Und die Leute freuen sich natürlich sehr, gerade auch Grosseltern, die kommen und ihren Enkel können zeigen, da bin ich als Jungs oder Junge schon gefahren. Seit über 4 Jahren träumt der Walter Schweizer von einer Nostalgiekilbe in St. Gallen. Jetzt hat es das Jahr endlich geklappt. Der Anlass ist für Jung und Alt und soll die Stadt beleben. Jetzt hofft er nur noch, dass auch noch das Wetter mitspielt. Wir sind ja in der Nähe vom Dom. Und ich hoffe, ich gehe nachher noch ein Kerzchen anzünden, damit das Wetter gut ist. Also nach dem Wetterbericht sollte es gut sein. Die Nostalgiekilbe dauert vom Donnerstag bis am Sonntagabend. Nebst der Geister- und der Calypso-Bahn bietet die Kilbe noch viele weitere Attraktionen aus der Vergangenheit. Eine Zeitreise auf der Kilbe lohnt sich also sicher. Und auch unser weiteres Programm lohnt sich sehen. Das hast du, Matthias. Autofahrer kennen es. Der Frankenzähler an der Tankstelle läuft immer viel schneller als der vom Liter. Gross darüber nachdenken, warum der Preis so ist und vor allem, wie der Stand kommt, machen aber noch lange nicht alle. Der Martin Spieler im Geld aber schon. Ja, nebst dem Rohölpreis beeinflussen vor allem die Mineralölsteuer, aber auch die Transportkosten vom Öl und Benzin den Betrag, der am Schluss an der Zapfsäule belastet wird. Beim Öl gibt es aber die grössten Schwankungen. Im Geld sagen wir wohl Reis beim Ölpreis, beim Gold und bei anderen wichtigen Rohstoffen in den nächsten Monaten könnte hingehen. Der Martin Spieler mit Geld gerade nach dem Wetter. Und dann zeigen wir Ihnen noch ein TVO Extra rund um den Unternehmenspreis Startfeld Diamant. Es geht um einen Flugsimulator für Ärzte und ein Pyjama, das mitdenkt. Bleiben Sie dran.